Königin Camilla, erstmals sollen ihre an Weihnachten dabei sein. Royal-Fans dürfen sich auf ganz besondere Aufnahmen der britischen Königsfamilie vom traditionellen Spaziergang zur St. Mary Magdalene Church am ersten Weihnachtstag freuen. Nicht nur, weil dieser nach 3 Jahren endlich wieder stattfinden kann. Auch die teilnehmenden Familienmitglieder könnten so einige interessante Momente bereithalten. So soll zum Beispiel Sarah Ferguson, 63, erstmals nach 30 Jahren Weihnachten wieder auf Sandringham feiern dürfen. Dass sie auch am Spaziergang teilnehmen wird, ist zwar noch nicht bestätigt, aber gut möglich. Und auch der 4-jährige Prinz Louis könnte mit seinem Debüt beim Weihnachtsspaziergang alle Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Jetzt wurde bekannt, dass es noch mehr überraschende Gäste beim Spaziergang in die Kirche geben könnte. Eine Quelle aus dem Palast verrät gegenüber The Sun, dass Königin Camilla, 75, erstmals ihre Kinder Thomas Tom Bowles, 48, und Laura Lopez, 44, aus der Ehe mit Andrew Parker Bowles, 82, und ihre Enkelkinder mitbringen könnte. Tom hat 2 Kinder, eine 15-jährige Tochter und einen 12-jährigen Sohn. Laura hat 3 Kinder, eine 14-jährige Tochter und 12-jährige Zwillingsjungs. Ein Palast-Insider erklärt. Sollten diese Informationen stimmen, stellt sich nur noch die Frage, inwiefern auch die Öffentlichkeit diese Zusammengehörigkeit zu sehen bekommt. Möglicherweise feiern Camillas Kinder Weihnachten mit der Royal Family auch nur hinter den Palastmauern. Ein paar Tage müssen sich Fans der Königsfamilie also noch gedulden, ehe diese Frage beantwortet ist. Verwendete Quellen: Tesun Kook, Mira Kook.